Also wir beschäftigen uns heute in Physik nochmal mit den Würfen, etwas werfen. Wir fangen mal mit Folgendem an. Und zwar sagen wir, wir lassen einen Gegenstand fallen. Klar, er wird immer mehr, immer schneller. Und da er immer schneller wird, können wir nicht einfach sagen, V ist S durch T. Das ginge hier nicht, ne? Weil hier haben wir zwar einen gewissen Weg, aber je weiter der Weg, umso schneller wird der Gegenstand. Also müssen wir wie folgt rangehen. Wir müssen sagen, das Ding wird beschleunigt. Und da gibt es allerlei Formeln dafür, zum Beispiel S ist G halbe T Quadrat. Na, das Quadrat war nicht schön. Oder A ist gleich V durch T. Und was ist jetzt G, was ist A und so weiter. Darüber unterhalten wir uns jetzt gleich. Ganz genau. Hier in diesem Fall habe ich eine allgemeine Beschleunigung angegeben. Wir sollten hier aber in diesem Fall G ist V durch T nehmen. Tja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte wissen, nach 10 Metern, wie schnell ist das Ding? Nach 10 Metern und ich frage, wie schnell? Also, gegeben war das und gesucht, end. V end. Ich regel das gleich wieder. So, was dann? Wie gehen wir dabei? Auf denn. Gute Idee. Wir sagen, okay, hier in dieser Formel, hier oben, hier haben wir schon zwei Größen gegeben. Das halbe ist klar. T wissen wir noch nicht, aber das wissen wir und das wissen wir. Und wenn wir das dann irgendwie hiermit verquicken, dann kriegen wir es hin. Na denn, fangen wir mal an. Ich schlage vor, da wir ja alles wissen bis auf T, wir stellen das ganze Ding um. Stellt mal diese Formel hier um, sodass wir haben, T ist gleich. Nach der Umstellung, Regiestrich dahinter, mal 2 durch G, ne, und dann haben wir T, na, T ist gleich die Wurzel aus 2 mal S durch G. Gut, jetzt hätten wir das. Stellen wir mal die zweite Formel um, das ist allerdings sehr einfach, und zwar, wir wollen ja V haben, ne? Dann steht V ist gleich G mal T. Was ist denn, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen mal diesen Ausdruck für t, der ja t wert ist, und setzen den hierfür ein. Mach das mal. V ist gleich und dann mal sehen, was sich aus dieser ganzen Sache ergibt. Wenn wir das dann also so hingeschrieben haben, ne, das ist ja eigentlich nur ein Abschreiben des gelben Ausdrucks hier, der ganzen Wurzel, einfach dahinter. Und wir versuchen das jetzt mal einzusetzen, mal sehen, was passiert. Dann haben wir V ist gleich. Und jetzt setzen wir ein. 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und jetzt mal Wurzel aus 2 mal 10 Meter und den ganzen Kram durch 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Durch ist mal, ne? Deswegen hier oben dieses Quadratsekunde hier oben drauf gesetzt. Jetzt kürzen wir mal, probieren mal, ob hier was Vernünftiges unter der Wurzel rauskommt. Mal sehen, ob das geht. Die Meter kürzen sich raus, das würde funktionieren. Wurzel aus Quadratsekunde wird wieder Sekunde werden. Naja, mal sehen, was dann passiert. Wenn wir das jetzt in den Taschenrechner eintippen, also, wisst ihr was, wir machen es mal einfacher. Wir schreiben ja hier einfach 10 Meter pro Quadratsekunde, das reicht uns jetzt mal aus. Wir machen es mal rund. Dann geht das sogar schnell im Kopf zu rechnen, denn hier kann man wieder mal kürzen. Die 10 und die 10 kürzen sich raus. Und ich habe hier eine Wurzel aus 2 Quadratsekunden und hier habe ich 10 Meter pro Quadratsekunde. Mal sehen, was das ergibt. V ist demzufolge, Wurzel aus 2 ist 1,414, reicht uns, ne? Also hätten wir 10 mal 1,414, 14,14 und jetzt kommt das Verrückte, Meter pro Quadratsekunde, das ist dieses. Und jetzt kommt dieses Quadratsekunde, daraus die Wurzel ist Sekunde. Und siehe da, wenn ich die Sekunden hier entsprechend rauskürze, bleibt Meter pro Sekunde übrig. Einverstanden? Dann hätten wir also rund 14 Meter pro Sekunde als Endgeschwindigkeit. V ist also ausreichend rund, genau, ausreichend genau 14 Meter pro Sekunde. Na gut. Das hieße die Geschwindigkeit, wenn ich nur den Gegenstand hier oben loslasse. Wenn V0 gleich 0 ist. 0, jetzt kann ich mir Meter pro Sekunde sparen, denn 0 mal Meter pro Sekunde ist 0. So,
Was ist aber jetzt im nächsten Fall? Jetzt machen wir mal folgende Überlegung. Irgendwelche Fragen? Jetzt machen wir nur folgende Überlegung. Und zwar für den nächsten Fall das hier. Gegeben ist wieder das Gleiche, aber wir haben einen Gegenstand, der hat eine Anfangsgeschwindigkeit von, sagen wir mal, 14,14 Meter pro Sekunde. Und wir lassen ihn fallen 10 Meter. Haben Sie nicht davor schon gelaufen? Danke, ganz genau. Gesucht ist vollend. Jetzt habe ich es schon gehört. Also haben wir den davor schon geworfen. Jetzt kann man sich doch das hier vorstellen, diesen Fakt so vorstellen, als wenn ich sage, na und, ich lasse diesen Gegenstand, der hier 14 Meter pro Sekunde schon drauf hat, nochmal um weitere 10 Meter weiterfallen. Also von hier bis hier sind wieder 10 Meter zusätzlich. Was kann man demzufolge letzten Endes auch für eine Rechnung anstellen? Also wir sind schon so weit klargekommen, eins können wir nicht machen. Wir können nicht einfach sagen, na ist ja schick, wenn ich hier schon 14 Meter pro Sekunde habe, dann lege ich nochmal 14 Meter pro Sekunde drauf. Wir wissen ja, es wird immer weiter beschleunigt. Das wären dann nur 28 Meter pro Sekunde. Das geht nicht. Ein anderer Vorschlag war, okay, dann nehmen wir gleich 20 Meter Fallhöhe. Ja, wenn ich weiß, dass 14 Meter pro Sekunde bei 10 Meter Fallhöhe rauskommen, dann ist es ja noch in Ordnung soweit. Aber wir haben uns jetzt mal im Tafelwerk umgesehen und haben folgende Formel rausgefunden. Hier steht y ist gleich minus von 0 mal und so weiter, wie es hier steht. Das soll ein g sein. Das erinnert uns ganz stark g halbe t Quadrat an s. Und y ist deswegen, weil wir im Koordinatensystem nun mal hier die y-Achse als Senkrechte haben. Das ist im Allgemeinen so eingerichtet. Und woher kommt das Minus? Lässt sich insofern erklären, wenn ich etwas runterfallen lasse, geht es in negative Richtung. Denn normalerweise heißt es 1, 2, 3 und so weiter, also positiv aufsteigend, negativ runter. Das wäre also kein Problem, hier mal eine negative Geschwindigkeit rauszubekommen, weil etwas entgegen der normalen Y-Richtung fliegt. Das wäre also nicht schlimm. So, jetzt, wenn ich das Ganze in positiver Richtung werte, also letzten Endes einfach sage Minus und Minus ergibt ein weiteres Minus, dann habe ich hier auch die Erklärung, dass ich hier eingebaut habe, mein V0. Die andere Gleichung entsprach der hier. Passt also zusammen. Und jetzt können wir mal die ganze Geschichte mal ausrechnen, was dabei rauskäme bei dieser Formel. Und dann können wir uns vielleicht noch auf was Einfacheres einigen. Also wir setzen jetzt hier mal ein und machen mal was draus. Nehmt mal diese Formel und statt des S nehmen wir mal in diesem Fall einfach wirklich den Wert Y. Setzt mal ein und macht mal was draus. Das verwirrt hier ein bisschen. Schreiben wir es mal um. Nehmen wir mal an, wir würden schreiben, y ist gleich v0 mal t plus g halbe t Quadrat. Bloß mal so. Was ist denn, wenn ich sage, ich ziehe das y ab? Was passiert dann? Wie sieht es dann aus? Dann steht hier 0 ist gleich v0 mal t plus g halbe t Quadrat minus y. Ich stelle es mal noch ein bisschen um. 0 ist gleich g halbe t Quadrat plus v0 mal t minus y. Ich schreibe mal aus Spaß was Grünes drunter. Guck mal so. Einfach mal so. Betrachten wir nochmal ja, betrachten wir nochmal diese Formel hier, diese. Das nochmal die. Und im Zusammenhang vielleicht noch mit die. Ich schreibe hier nochmal was in Rot dazwischen. Oder ich schreibe mal was in Rot drüber. Die Formeln, die kennen wir ja. Hier. Das ist die unbeschleunigte gleichmäßige Bewegung. Das ist die für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Jetzt Ideen bitte.
Wir haben jetzt mal folgendes Experiment gemacht. Wir haben mal in diese Formel, die wir hier als quadratische, ne, sieht aus wie eine quadratische Formel, haben wir mal umgestellt. Als 0 ist gleich g halbe t Quadrat plus von 0 mal t minus y. Diese hier einfach umgestellt, also geordnet. Und dann haben wir mal eingesetzt. Und jetzt machen wir mal folgendes. Jetzt steht hier 0 ist gleich. Alles eingesetzt. 10 Meter pro Quadratsekunde durch 2 sind bloß noch 5 davon. Und wir teilen mal den ganzen Kram durch Meter. 0 durch Meter bleibt 0. Hier habe ich 5 durch Quadratsekunde mal t Quadrat plus 14 durch Sekunde mal t minus 10. Was kann man jetzt machen? Wie kommt man da ran? Was kann man machen, damit vorne ein sauberes t Quadrat steht? So, jetzt sind wir bis hierher gekommen. Wir haben einfach ein mathematisches Experiment gemacht. Das heißt, wir haben hier eine quadratische Formel. Jetzt heißt es nicht x Quadrat oder sowas, sondern in diesem Fall mal t Quadrat. Wir könnten es dann auch umbenennen. Aber was ist p, was ist q? Probieren wir es mal aus. Ich unterstreiche mal, und zwar mit Vorzeichen, mit allem drum und dran, was jetzt nicht t heißt, das ist p. Und hier mit Vorzeichen und allem drum und dran. Und da ist kein t mehr, das ist q. Wir könnten das ganze Ding auch x Quadrat nennen, aber in diesem Fall heißt dann unsere Formel, probieren wir es mal aus, t012 ist gleich. Und wie war's? Minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q. Und das erfüllen wir jetzt mal mit Leben. t012 und jetzt geht's los. Das ist jetzt eine Tippeltappeltour-Schreiberei selbst. Wurzel aus Quadratsekunde kommt wieder Sekunden raus. Und jetzt haben wir einmal das und einmal das. Also wir haben T01 und wir haben T02. Jetzt müssen wir das bloß noch irgendwie zusammenmiezeln und dann haben wir die beiden Werte und dann müssen wir entscheiden, welcher der einzig wahre ist. So, jetzt haben wir zwei Werte. Der eine ist 0,58 Sekunden und der andere sind minus 3,38 Sekunden. Und jetzt müssen wir entscheiden, welcher Wert ist der gültige. Das heißt, welchen nehmen wir denn? Ist es der erste oder der zweite? Jetzt mal bitte ganz schnell zu der Überlegung. Wie lange fällt hier das Ding? Was schätzt ihr? Fällt da 3 Sekunden für 10 Meter? Aus der Erfahrung heraus schon? Um diese Geschwindigkeit zu erreichen? Was schätzt ihr? Und welcher Wert ist dann hier der richtige? Der oder der? Nicht jetzt wegen des Minus, das ist noch gar nicht wichtig. Wir können ja sagen, es könnte ja auch eine negative Zeit in Form von nach unten fallen oder sonst was sein. Das ist jetzt nicht das Wichtige, sondern anhand von den beiden Werten entscheiden, welcher ist richtig. Klar, wenn man das hier oben überschlägt, man könnte hier oben in diesem Fall auch mal die Zeit schnell ausrechnen. Das könnte man machen. Hier ganz einfach ausgerechnet, haben wir hier auch gemacht. Das waren hier Wurzel aus 2, also 1,4 Sekunden. Und jetzt haben wir aber schon eine Geschwindigkeit. Das heißt, der wird nicht noch länger für die 10 Meter weiteren Falls brauchen, sondern das ist der richtige Wert hier. Den hätten wir in diesem Fall auf diese Art und Weise ermittelt. Es war ein bisschen elegant über die quadratische Formel, aber warum mal nicht so, ne? Gut, jetzt haben wir hier natürlich eine Aufgabe. Hier musste man mal ein bisschen querdenken, weil hier nicht so glatt alles vorgegeben war, sondern bloß blöderweise das S. Aber wir können das Video an der Stelle dicht machen. Wir machen mal mit den weiteren Würfen weiter. Ich mache das Video an der Stelle erstmal aus.